Thank you.
So, nach einer kleinen Klopause muss ich sagen, ich bin wieder hier. Hat jetzt keinen gewundert. Genau, so, ich möchte jetzt nochmal ankündigen, das, was jetzt auch im Livestream, also in nicht im. Was hält? Nee. Ich will erstmal das sagen, was im Livestream, oh, in dieser Livestream, im Live-Chat gesagt worden ist, oder einiges davon. Erstens, warte mal, hattest du nicht irgendwie Walker? Ich meine jetzt Walker. Ich weiß jetzt nicht, hattest du kein angefangen? So, ja, wieso bekomme ich jetzt schon? Hä? Oh, ja, egal. Ob ich einen angefangenen, hier. Nee, weil dann habe ich einmal mich privat und mich Let's Play-Konto in JK eins. Also ich wüsste gerade keinen Namen. Warte mal. Doch, warte mal. Ich glaube, ich weiß aber nicht mehr. Ich hatte, glaube ich, doch noch einer. Nee, hatte ich doch nicht. Schade. Nee, also ich habe nur zwei Namen. Einmal für mein allgemein Let's Play-Konto und ja. Ja, also ich kann jetzt auch nichts ändern. Ich habe per Discord die ja, warte mal, ich werde mal kurz nachfragen. Ich habe so eine kleine Verbindung, sag ich mal so privat, über die Admins des Servers, von JJK1 Server. Genau, mit ein paar Verzögerungen können das sein, dass wir etwas länger als 18 Uhr machen. Ja, Sekunde, ich schreibe gerade mit den Admins. Ach, deiner. Bist du drinnen? Walker, kurze Frage, bist du drinnen? Ernsthaft? Oha. Ja, so. Es geht weiter. Ich habe jetzt mal mit den Admins des Servers gesprochen.
mit den Problemen, mit diesem Sperrproblem da. Und da hat schon zumindest der JJK1 geantwortet, aber der Clown, ein anderer Admin, die sich quasi gegenseitig immer so den Server hosten, hat diese Sperrung gemacht. Und davon habe ich keine Antwort, außer dass jetzt JJK1 gesagt hätte, dass er die Sperrung wegmachen soll. Oder ob er das machen kann, Discord. Ich weiß. Okay, Sekunde, es wird geschrieben. Ja, okay. Es wird gerade geschrieben, ja, okay. Okay, okay, also der weiß gerade nicht, wie er das gemacht hat, der muss gerade kurz gucken. Aber je nachdestotrotz können wir ja schon anfangen, also der Stream wird jetzt nochmal verlängert. Nicht mal richtig ganz verlängert, aber der wird nochmal verlängert. Bis wie viel Uhr weiß ich gerade noch nicht, aber nicht mehr als bis 19 Uhr. Wie gesagt, ich habe ja keine Schule, aber. Ach, okay. Gut. Ha, okay, oh, okay. Ja, oh, okay. Also je nachdem, wenn es sich jetzt herausgestellt hat, dass irgendwie. Ach man. Sekunde. Ich werde gerade verfolgt von einem Stalker. Genau, es wird gerade gesprochen, aber es. Also der Stream wird sich natürlich vielleicht plus 20 oder 30 Minuten verlängern. Ungefähr. Aber eigentlich sollen es ja quasi Maximum circa 4 Stunden werden. Aber vielleicht mache ich plus 20. Ich sage erstmal plus 15. Plus 15. Ganz klar ist es noch nicht, aber genau, es wird gerade diskutiert, ob man überhaupt andere joinen können. Wie gesagt, der hat gerade keinen Zugriff, also es sieht gerade schwarz aus. Aber egal, da kann man ja auch hier einfach hier bei mir zugucken. Gut, wo war ich? Genau, die PvP-Arena. Die zukünftige PvP-Arena. Ja, was machen wir mit der? Wie gesagt, ich habe schon ein paar Gründe auch schon damals beim letzten oder vorherigen letzten Stream, sag ich mal so, gesagt, dass es eigentlich nicht mehr Sinn macht, die PvP-Arena irgendwann, sag ich mal so, zum Beispiel jetzt weiterzubauen, war ja eigentlich ja quasi der Server für immer abgeschaltet werden soll. Deswegen frage ich euch einfach mal die scheiß Mühegeber, das alles wieder abzubauen. Also die Wand, weil bisher ab da bis da habe ich ganz allein die Wand ja, hochgezogen. Ja, genau. Ist einfach sinnlos, wenn keiner mehr spielt. Ich weiß nicht warum. Irgendwie hängt mir ein kleines bisschen der Server. Auch wenn ich das dann natürlich mit JJK1 abgesprochen habe, dass ich das
so per Worldedit-Config oder irgendwie so da das als Datei bekommen, denn ich habe ja hier am Start was gebaut. Dann, Home. Geh mal in mein kleines schönes Noob-Haus, das kennt man ja. Wie gesagt, das muss ich auch eigentlich nicht. Ist eigentlich auch das Aktuellste. Nicht erschrecken, ne? Das ist da, wo ich gerade wohne. Da, Nachbarin. Also wie gesagt, eigentlich war ich ja damals ja eigentlich nicht mehr öfters Mind Test gespielt habe. Hatte ich ja selbst gedacht, ach komm, nee. Du brauchst auch nicht mehr so viel Mühe geben, wenn du da eh nicht mehr richtig spielst. Weil vielleicht so einmal in 2 oder Maximum 4 Monaten. Aber egal. Gut. Stein. Die Fenster habe ich fertig gemacht, ne? Ja. Wieso ist eigentlich hell? Ach ja, die Zeit verzögert sich. Ach so, nee, stimmt. Es ist, ja doch, es ist aktuell. Genau, die Real Time ist ja aktuell. Home. Norman. Grad oder Garret? Grad oder Gard? No. Norman. Garret. Genau, das war's. Genau, das ist quasi das eigentliche Projekt. Ja, Walker, also ich habe mit den Admin gerade gesprochen, habe auch Rückgabe bekommen. Also die Sperrung wird weggemacht. Aber weiß jetzt nicht, ob das jetzt dann gleich passiert, weil der eine hat jetzt gerade keinen Zugriff drauf, um die Sperrung wegzumachen. Ja, mein Beileid. Gut, genau. Wieso habe ich das? Ah, Scheiße! Die extra Setting. Ach, die habe ich ja jetzt nicht hier gespeichert. Ach, was bin ich denn da für ein Blödi? Gut, dann gehen wir mal kurz. Textur. Texturis? Nee. Wie war denn das mit den Text? Ah, jetzt muss ich die Textur wieder suchen. Meine Güte. Wo habe ich denn die Textur, Textur, Textur? Warte mal. Ich weiß nicht. Ich gucke erstmal, gibt es irgendwie was Verdächtiges? Weil sonst kann ich ja gleich mal wieder Bildschirmaufnahme machen, damit ihr mitsuchen dürft. Nee, ich suche einfach mal hier ganz schnell allgemein. Lokal, lokal, Walking Dead, Zoo, da, 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 da. Textur. Persönlich. Minecraft. Ach, ich hab Nee, eigentlich habe ich das nicht. Texturen, Whitestone, Default, Let's Play. Was war? Ach so, okay, ja. Server, Shop, Beweis. Ach, das ja, Beweisstück. Von damals eine Mobbing-Attacke Online-Chat habe ich hier noch Screenshot gemacht, wo ich mit einem Mindtest-User dermaßen gestritten habe.
habe ich noch so Screenshots-Bilder gemacht, weil das irgendwie langsam Richtung Drohung ging und Polizei und so. Aber es ist nichts Böses draus gekommen. Also natürlich keine, aber ich dachte so, Bilder, Wildstorm. Scheiße, ich habe die Texturen gelöscht. Scheiße! Ich habe die Texturen gelöscht! Oder nee, warte mal. Das ist vom neu, also vom jetzigen Main. Nein, Abbruch. Abbruch, Abbruch. Sind die vom jetzigen Server. Von Maintest, jetzigen Maintest, genau. Texturen ist gar nicht. Mods für Server. Oh Gott, was habe ich denn hier denn für. Ach komm, ich lasse es einfach. Ich mache jetzt hier. Also, ich weiß, ich habe es irgendwo gespeichert. Ich habe es irgendwo gespeichert, die Texturen, die ich aktuell jetzt hatte. Speziell für den Projekt, für diese Burgprojekt hier. Aber die sind irgendwie weg. Die muss ich nochmal neu machen. Wahrscheinlich muss ich eine neue Textur machen. Ich weiß nicht, ob das für jetzt, wenn ich das jetzt machen würde, interessant anklingt. Also, dass ich es zeigen soll. Also quasi jetzt kein Mindtest mehr spiele und zeigen soll, wie ich die Textur mache. Oder ob ich allgemein. Ja, egal. Ich habe auch gerade keine Rückmeldung bekommen. Aber egal. Keine Rückmeldung. Das mit dem pa mit den Login-System da. Ich hab aber die Admins mal aufmerksam gemacht. Ist aber eigentlich ein bisschen sinnlos. Weil das ist, wie gesagt, der letzte Stream. Danach kommen die nächsten Streams immer wieder nächstes Jahr. Nee, die Texturen sind nicht auf meinem Server. Nee, die Texturen sind nicht im JJK1 Server. Deswegen, ich habe hier eine Textur angepasst für hier, für die Burg, wo ich jetzt gerade bin. Auf welchem Server denn? Nicht auf meinem. Nicht auf meinen Server jetzt, wenn du das meinst. Ich meine jetzt hier in JJK1, da habe ich ja die Kobbeltextur und die Steintextur verändert, weil das nicht realistisch aussah vom Film her. Weil ich habe die wie vom Film so etwas realistischer gemacht, wie das vom Film aussah. Deswegen wundere ich mich jetzt, aber. Egal, hier, was war hier? Ach so, genau, hier war ja auch noch mal so ein extra. Hallo? Egal, hier, was war hier? Hallo? Ach so, genau, hier war ja auch noch mal so ein extra. Wenn ich mir jetzt zu leise, sag ich mir zu lauter. Besser, keine Ahnung, sorry. Das ist allgemein. Hallo? Sorry, ich habe gerade Echo an. Oh, genau. Bei mir, allgemein. Wieso? Ist man. Ist, bin ich zu leise?
Bin ich zu leise? Auf einmal. Ich kann ja mal testen. Ich trenne mich mal mit meinem Headset jetzt zu Desktop-Lautsprecher, damit ich jetzt mal kurz nachverfolgen kann, ob ich... Auf einmal. Ach so. Was? Ja, ich habe Kubuntu was 22 to ja, System. Keine Ahnung. So, gut. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt etwas besser lauter hören kann, aber das ist gerade mir schnuppert, wie gesagt. Ich kann ja, warte mal. Ach du Kacke, was ist das denn? Mono-Eingabe, Analog-Stereo-Ausgabe, Analog-Stereo-Ausgabe plus Mo-Bat. Bat? Ja, nee. Komm sofort weg hier, ne? Mikro. Ach, warte mal. Ich weiß. Nee, doch. Ich weiß, warum ihr mich... Scheiße. Hört ihr mich jetzt? Was ist denn der Blut auf dem Desktop? Was ist denn da Blut? Was denn für eine Reihe? Ich muss... Nee, nicht an dem wir bauen. Nicht an dem wir bauen. Lolman, hallo und herzlich willkommen zum Final-Livestream. Willkommen im Final-Livestream. Nee, nicht an dem wir bauen. Scheiße. Ich bin gerade irgendwie ein kleines bisschen zu koppelig, ne? Ja, ich bin gerade... Ich weiß jetzt, warum ich gerade so zu leise war. Der hat den richtigen Mikrofon nicht genommen. ja. Okay, trotz ohne Textur... Bauen wir jetzt an dem Ding da weiter. Livestream-Chat. Ich weiß, es ist gerade kurz doppelt. Sekunde, ich muss mal... Ich weiß, dass ich gerade ein bisschen doppelt anklinge. Ich muss gerade, So, das ist USB, genau, das möchte ich. Eigenschaften, USB, da. Genau. So.
Ich hoffe, mein. Tada! 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 Genau. Genau, ihr könnt dann auch dann die knappe paar Stunden, die ihr jetzt quasi verpasst habt, jede Zeit nachholen. Jetzt sollte das mein Mikrofon wieder besser sein. Tada, genau. Genau, jetzt ist es besser. Sauber. Gut, okay. Gut. So, dann würde ich mal sagen, let's go. Also wenn es Nachspielzeit gibt, zum Beispiel wie Fußball jetzt, so fast ähnlich. Also wenn ich irgendwie Nachspielzeit sage, dann heißt das, dass ich natürlich den Stream verlängere. Kleines bisschen. Aber ich muss noch gucken. Aktuell geht es ja jetzt bis 18:15 Uhr. Oh, Scheiße. Ging das mit dem Kürbiskopftrick nochmal? Dass man. Doch, ne? Habe ich jetzt hier irgendwo. Kürbis, Kürbis. Genau. Den Kürbis setzen wir einfach mal auf den Kopf. ja. Homer Norman Garrett. Yay. Gut. Wenn ich irgendwie das wieder nicht merke, dass ich irgendwie wieder Echo, dann sagt's Bescheid. Ich habe zur Hälfte, Hälfte von OBS und Livestream, wie nennt man das, dieses Livestream YouTube Studio Verfolgungsprogramm offen. Da kann ich ja fast beides sehen. Besser ein Scheiße bei Blick, aber das ist ja jetzt so. Habe ich das alte Bild noch da? Habe ich das Bild noch? Nee, ne? Nee, na, nee, natürlich. Das Bild habe ich natürlich wieder nicht mehr. Habe ich gelöscht. Ach Mann, Scheiße. Und habe ich das Bild doch? Habe ich das nicht? Habe ich das doch? Habe ich das nicht? Man muss sich ein bisschen improvisieren. Wie war das jetzt beim Film? War das jetzt. Hier so ein schmalen Dach nach oben, oder? Internet. Ja, natürlich muss ich erstmal hier mein Test. Vollbild aus, Internet an. So, zack. Das ist euer Livestream in den Finalstream. Finaler Stream für dieses Jahr. Danach geht's erst nach der Kanalpause wieder weiter. Gut. Norman Garrett. Genau. Nur Norman Gar, doch Norman Gar, Gart Pantastic
T-Shirt Tierwesen. Das ist doch diese alte Festung von ja, was denn jetzt? Grad? Nee, nicht Grad. Das war Normangard. Wieso gibt es jetzt hier keine Bilder mehr? Okay, Google. Google. So. Normangard. Ja, hat man ja auch keine besseren Bilder, also. Ach, hier zum Beispiel. Aber das ist ein bisschen zu klein. Ich glaube, ich hatte das von. Oh, keine Ahnung, wo das ist. Dann improvisiere es. Was wäre am besten, wenn ich jetzt hier so wie ein normales Dach hier so schräg hochbaue? Also höher wird es ja eh nicht mehr. Bis dahin, circa. Und da frage ich mich. Meine Fresse, schwere Entscheidung, schwere Entscheidung. Genau. Och, wieso? Meine Fresse, wieso müssen immer, wenn ich den Chrome-Browser benutze und irgendwas suche, wieso müssen dann immer sich zwei neue Plus-Seiten sich öffnen, das verstehe ich irgendwie nicht, aber egal. Ja. Ja, einer. Deswegen. Damit keiner mich angreifen kann. Weil ohne der Maske und nicht dann aus Versehen zum Beispiel jetzt auch die Enderman angucken würde, dann greifen die mich ja an. Weil sie zu töten bringt ja nichts, man weiß ja, dass sie dann immer wieder kommen. Deswegen. Genau, hier war ja so eine Lücke. Also ich meine, ich kann jetzt die Maske abnehmen, aber dafür müssen wir dann beim Feld weiterarbeiten. Weil hier kann ich jetzt das gerade im Moment nur so mit Maske. Bei dem Bereich, wo die Endermänner sind. Also wenn ich die Maske jetzt abnehme, wäre das Feldarbeit. Ja gut, dann Feldarbeit. Anpassung des knappe 50 mal 50 Feldes.
Ach, dann habe ich jetzt unnötig hier Stein verplempert. Oder alternativ Materialfohlen, weil ich habe gerade ja auch nicht so viele Diamanten. Ich glaube 3 oder so. Aber ich will auch mal mein Feld fertig kriegen, falls der Server doch vielleicht online sein und so weiter. Gut, dann gehen wir mal zu meinem 50x50 Feld. Spawner Farm. Genau, da hatte ja einer so eine Spawner-Sammlung hier. Das wollte ich aber nicht. Weizenfarm, genau. Das ist meine Weizenfarm. Ja, richtig groß, circa 50 mal 50. Ich weiß, könnte kleiner sein. Hatte ich damals angebracht, wegen für meinen Shop oder meinen angefangenen Shop, was ich damals für den Spawn so gedacht hatte, dass ich dann immer so mehr Vorrat habe und so weiter, damit ich einfach gleich den Lager mit Smart Shop voll klatschen kann. Und out. Und bin ich wieder doppelt? Hallo? Hallo? Nee, bin ich nicht. Und ja, aber ich muss sagen, ob ich das irgendwie doch verkleinere oder ob ich das dann einfach doch für alle anderen doch jetzt als Open Farm auch benutze, damit ja auch jeder irgendwie mit ein- und ausändern kann. Gefahr wäre, dass einfach nur alles abgebaut wird und dann nichts mehr eingepflanzt werden könnte oder so. Aber es ist gerade irgendwie für mich kleines bisschen Schnuppe. Oder zumindest sind es die, die ich vielleicht vertrauen könnte. Könnte ich ja Open Farm geben. Vielleicht können sie damit noch was anstellen. Falls die es noch nicht mitbekommen haben, ich sag's noch einmal zum letzten Mal. Warum ein Glasdach? Ganz einfach. Keine Cheat-Gefahr. Wisst ihr, was ich meinte? Stellt euch mal vor, die Feder da unten ist einfach ein ganz normales Eimer mit Wasser. Stelle ich zum Beispiel jetzt hier hin, oder naja, wäre ich ein normaler Spieler, gehe außerhalb der Area, kipp Wasser drüber und stellt man das jetzt, denkt man das Glas weg und baut dir quasi so weit oben, bis meine Area geht und baut dann so mittig über das Feld, platziert Wasser, dann ist es klar, dass dann später die ganze Sachen droppen. Also deswegen auch dieser perfider Glasdach. Ich hätte es schöner bauen können, aber es stresst mich eh jetzt schon, dass ich das überhaupt machen muss. Weil darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Weil bis jetzt kann ich ja nur das einernten, was über diesen Glasdach unten, also unter dem Glasdach, ein Dach hat, sag ich mal so, wieder was einernten. Und ja. Es war ein bisschen scheiße, aber ja gut. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So. Genau, die Melonen. Ja, also hier bei dieser Melonenfarm ist ja eigentlich nicht Protect, aber weil es ja jetzt quasi eher so außer bis jetzt zum Beispiel jetzt nicht so online aktiv gespielt wird, kann ich das auch mal einfach hier wachsen lassen, auch in unprotekten Bereich. Aber ich meine, ja, ich habe ja hier noch mal
Aber damit ihr einfach jetzt mal mehr trotzdem versuchen kann zu verkaufen und so weiter. So. Also das freut mich echt ernsthaft. Also wirklich ganz, ganz großer Lob an euch oder an diejenigen, die vielleicht von Beginn oder ab und zu mal wirklich hier wieder reinschauen in den Stream. Und ja, freut mich einfach, dass einfach mal wer zuguckt. Auch wenn es jetzt natürlich nicht ganz so toll ist, ich weiß. Gut. Ich kann es auch jetzt mal langsam deutlich eindeutern. Ab nächstes Jahr, also Beginn des YouTube-Kanals wieder, entspricht ab 10.1. um 10 Uhr kommt die erste Folge von Walk heraus, also quasi von, wie heißt das, Itwheel Server, Folge 2 am 12.1. Folge 3 immer so jeden zweiten Tag, ne? Dritte Folge müsste am 14.1. kommen und Folge 4 am 16.1. Also wenn dann jetzt knapp nächstes Jahr wird es immer so sein, dass ich jedes zweites Jahr, also jeden zweiten Tag oder so, dass ich jeden zweiten Tag oder so mal eine Folge rausbringe. Aber so richtig, dass ich jetzt dann fast jeden Tag außer die Wochenende mit dazu nehme, wird es erstmal nicht werden wegen der Abonnentenzahl. Die muss noch deutlich höher steigen, wenn ich hier dauerhaft Folgen hochladen soll. Weil das stresst mich eigentlich eh jetzt schon richtig. Folgen aufnehmen, davor Schule und dann vielleicht noch mal Hausaufgaben und dann erstmal Folgen aufnehmen, noch mal 15 oder wie gesagt, aktuell sind es jetzt bei den Etoil Server Folgen, sage ich mal so, nur circa 15 Minuten beschränkt. Ich sag's mal so, ich will erstmal immer nur auf vorsichtig gehen. Das liegt da dran. Oder naja, kann ich jetzt auch nicht gut beschreiben. Ich sag's mal so, ich nehme Männern zurzeit nur 1440, ne? Das war so, WQHD, ne? Habe ich dort nur 1440 Pixel aufgenommen. Aber bitte nicht wundern oder so, falls die Folge irgendwie 4K Qualität ist. Grundsätzlich ist das 1440 Qualität. Denn ich bin noch nicht so sicher, ob zumindest so gerade mal so das mit den 4K machen können, aufzunehmen. Wenn dann nur vielleicht nur privat, also ohne Online-Server, ohne nichts, einfach privat alleine zu spielen, dann vielleicht Standort 4K aufnehmen. Aber sonst nehme ich erstmal nur 1440 Pixel auf und render die dann zu 4K um. Also das heißt, wenn ich die, also ich gebe mir auch Mühe, aber ich denke, dass es nichts so der Großteil dran ändert, die Videos in Uncut zu sehen bekommen.
Ich schneide jetzt auch natürlich ab und zu mehr oder naja, weniger, aber grundsätzlich bin ich ein bisschen Richtung zu schneiden. Ich habe da auch was angeschnitten gehabt. So zum Beispiel Zähnen oder was weiß ich, irgendwie jetzt knapp eine 10 Minuten oder 5 Minuten lang irgendwie nichts weiteres außer Bäume fällen und so habe ich dann natürlich zum Beispiel so diese Strecke und Strophen von Zayn verschnellert oder zum Beispiel jetzt einfach allgemein rausgenommen, also gelöscht. Diese eine Art von Szenen und so weiter. Übergänge muss ich auch noch mal gucken. Ja, Uncut, aber ich finde, mal gucken. Ja, Uncut, aber ich finde, grundsätzlich jetzt kommt quasi auch der Grund, warum ich oder ja, keine Ahnung, warum ich jetzt grundsätzlich mindestens zum Beispiel jetzt Folgen vormache oder quasi nur 15 Minuten aufnehme, deren Grund hat auch immer Video abspeichern und so weiter und so fort. Also abspeichern, schneiden, erstmal schneiden und dann speichern, sorry, also dann exportieren und so weiter. Und das dauert dann schon knapp eine Stunde und 15 Minuten für eine, also für 15 Minuten in 4K-Rendern und Schnitt des Videos und so weiter. Dauert das schon bei mir circa eine Stunde und 15 Minuten, um das fertig zu kriegen. Mit dann 4K-Auflösung deswegen. Außer wenn ihr dann vielleicht akzeptieren würdet, dass ich vielleicht jede Woche nur eins oder Maximum zwei Videos gesamt in eine Woche rausstelle und dann eben kleines bisschen mehr aufnehme. Dann wird die Renderzeit noch mal natürlich länger gehen, aber dann auch nur noch so wenig Videos, sage ich mal so. Also nicht mehr so öfters Videos. Aber ich möchte es natürlich. Ich mache Upscaling. Ich mache Upscaling. Ich weiß, es ist jetzt quasi nicht so 4K und ja, gar nichts gemacht, aber okay. Dann warten wir mal 2-3 Minuten. Upscaling habe ich das gemacht. Ich weiß, es ist jetzt gerade nicht so klassisch oder so, aber ja. Hauptsache irgendeine Art. Ich weiß auch natürlich jetzt nichts. Ich habe mal auch ein bisschen gegoogelt gehabt. Für eine, so eine klassische HD-Op einfach nicht so in den. Ob das nicht so gleich sein muss. Irgendwie PC neu anpassen. Keine Ahnung, was da alles reinpasst. Neue Hardware oder irgendwie viel Speicher. Irgendwie so machen, damit die FPS okay. Ja, okay. Danke für den Tipp. Muss ich mal gucken. Egal, also ich weiß ja jetzt nicht, ob man vielleicht einfach allgemein irgendwie dann nochmal grundsätzlich beides haben muss. 4K oder WQHD, also 1440 Monitoren reinklatschen, verbinden und dass man den PC nochmal gleichzeitig auch ausrüsten muss.
Das weiß ich ja nicht. Deswegen mache ich auch gerade nur die Upscaling-Version, weil wie gesagt, ich bin gerade eh nicht so der PC-Technik-Freak, der so grundsätzlich weiß, ach, da passt eine neue Arbeitsspeicherkarte hin oder ach so, da muss jetzt eine neue Festplatte hin und so weiter. Sowas kenne ich mich nicht aus. Außer mein Onkel, der hilft mir ja dabei, der hat ja eine 200, 200, ne, ja, an 205, also 2005, nicht 2500, war das 25, 25 oder 512, keine Ahnung. Der hat einfach so eine kleine SSD-Festplatte, sag ich mal so, eingebaut. So eine dünne Karte. Und ja, aber egal. Sonst ist das quasi eigentlich nur so ein fertig gekauftes, bisschen billiges PC. Ist das euch eigentlich überhaupt aufgefallen? Ich freue mich auf die Version. Also der Server läuft gerade ja, über 5.7.1. Irgendwie so Beta-Art oder so. Ach, ich freue mich allgemein auf so deren Art neueste Mindtest-Version. Mal gucken, was die so zu bieten hat. Wie ist es? Fenster. Gut, die Fenster kann ich ja da rein tun. Die Samen kann ich ja eigentlich mal mitnehmen. Oder kann ich die Samen mitnehmen? Weiß nicht. Spawn, zack. Das ist auch hier der Spawn. Wir gehen mal zu meinem Shop. Nicht wundern, das ist gerade irgendwie eine Verzauberung, was ich am Spawn da bekommen habe. Dass so ein Bereich irgendwie offensichtlich markiert und dann irgendwie kurz schneller wird. Jetzt habe ich auch natürlich die normalen Schnelle. Genau, das war mein mein angefangener Shop. Ach, ernsthaft? Nee. Als ob. Muss ich jetzt dahin latschen oder was? Was soll denn das? Ey, JJK1, wenn du vielleicht zufällig dort drinne bist, du schuldest mir einen Haufen Items. Ausgerechnet Timeout. Was hatte ich denn jetzt alles in Inventar drinne? Hatte ich das noch gezeigt gehabt? Wo ist jetzt mein Inventar? So ein perfider. Okay. JJK1, du darfst den Server ein für alle Mal abschalten. Och.
Mann! Aber ist irgendwie scheiße. Die. Wenn man stirbt. Droppen die Sachen ein. Und das ist quasi das, was mich richtig ankotzt. Also. Die droppen dann halt, ne? Und dann nach ne. Lebe ich überhaupt noch? Also wie gesagt, die Sachen droppen ein. Vielleicht dann nach 2 Minuten despawn die weg. Also der, das ist der Server, der Server, der leckt. Ja. Oh mein Gott. Oh Scheiße. Ich hab jetzt von irgendeinem anderen auch hier. Wie hieß der Geil? Ich glaube, der Geile ist auch hier gestorben, ne? Das konnte man beim Leck sehen. Ach, jetzt habe ich den wahrscheinlich. Hä, was? Perfider Scheiß, ekelhafter Server. Ekelhafter, perfider Scheiß Server. Sorry, dass ich jetzt mal das so sagen muss. Also es ist gerade der Server, der leckt. Nicht ich. Die Internetverbindung ist. Die Internetverbindung ist gut. Bin ich wieder doppelt? Nee. Also das frage ich mich auch, was da gerade abgeht. Okay. Hey, meine Roboter, herzlich willkommen. Statt der Server irgendwie gerade rumspuckt wie ein Geist, mache ich dann doch nochmal hier den Livestream-Server an. Hauptsache, da ist es ein kleines bisschen besser und die Max-User. Ja, für 15. 15 ist ein bisschen zu heftig. Mach ich jetzt mal auf. Max-User 10, Unsourcement, Creative aus. Sören A. Unterstrich Livestream, ne? Nicht Doppelpunkt. Livestream. Livestream. So hieß ich doch jetzt, ne? Ja.
Also kann Quarantäne, falls einer mit der Money, also mit dieser Geldmond Probleme hat, dann kann das sein, dass es ab und zu buggt. Dann müsste ich notfalls mal auf Standort irgendwie zurücksetzen oder sowas. Oder ihr müsstet mal beim Kundenstand irgendwie das alles ausverkaufen und dann kann ich euren Kontostand wieder auf Null setzen. Also, wie meinte ich das? Falls irgendwie jetzt, wenn ihr Scheine, man kann aktuell, man hat oder man soll 10 Dollar hat man offiziell drauf, also auf Kontostand, ne? Joint, ihr könnt ja beim Spawn Shop zumindest erstmal die 10er Scheine umwandeln. Genau, der Livestream-Server soll bei der öffentlichen Liste Livestreaming-Server zu sehen sein. Ihr könnt da jetzt rein. Zumindest natürlich auch so lange, wie ich jetzt drin bin. Ist ja jetzt kein normaler gehosteter Server. Gut. Also wie gesagt, das ist der Server, den ich jetzt offiziell nur für Livestreams dann ab und zu anmache und auch wirklich Lust habe zu streamen. Genau. Und wie gesagt, hier könnt ihr dann die hier mit denen die 10 Dollar holen und wenn es mal wirklich leckt und die 10 Dollar durch Schein gekauft habt und hier immer noch angezeigt wird, dann müsst ihr dann mir Bescheid sagen. Dann muss ich mal notfalls den Kontostand von euch auf Null setzen, damit dann nicht irgendwie so rumspackt und die Anzahl so stehen bleibt. Genau. So. Aber man hat gemerkt, dass man irgendwie automatisch mit der Geldmod auch jetzt irgendwie keine Ahnung, Blöcke platzieren oder so, ab und zu jetzt auch hier selber die Kundestand irgendwie aufgefüllt wird. Immer wieder durch 10. Keine Ahnung wann und was man dafür tun muss, aber es hat sich herausgestellt, ohne irgendwie von anderen Überweisungen oder so habe ich vorhin ohne zu merken 20 Dollar bekommen. Ich muss vielleicht mal den Streamer noch mal angucken. Gut. So. Ach, ey, Hauptsache, der leckt jetzt nicht so perfide Maßen rum, sag ich mal so. Genau. Also ich sag, ihr könnt ja mit reinjoinen, wenn ihr wollt. Hallo Geilord, hallo Lolmann. Leck hier. Bei mir leckt's nicht rum. Das ist das Schöne. Bei mir leckt's gerade nicht rum. So. Genau, nutzt euch die Zeit. Natürlich wird er, oder natürlich werde ich auch jetzt nicht mehr so lange streamen. Also dafür kurze Zeit ist der Server jetzt noch mal online. Aber man kann es ausnutzen. Genau. Gut, dann. Scheiße. 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 Okay, jetzt. Ach. Gut, Leute. Ich müsste dann ja den Server eigentlich nochmal neu starten, weil ich bin mit dem falschen Namen drin. Eigentlich musste ich unter so Ehren-Live rein. Aber nichtsdestotrotz werde ich einfach an den Spawn ein bisschen weiterbauen. Ich habe gerade genug, wie am Anfang, diese knappe 15 oder was war es, 20 Minuten Rumtesterei, dass jetzt alles gut hoffentlich funktioniert mit den Server und so weiter. Dass ich dann einfach jetzt hier mal anpasse. Gut.
Grand Mee. Kreativ, Flieh, Fast. So. Wo ist der Shop? Genau, der Shop soll dahin. Dann würde ich mal sagen, dass man die Open Mining, sag ich mal so, vielleicht hier hinsetze. Oder nee, bevor ich hier anfange, kann ich ja eigentlich den Shop weitermachen, ne? Nee, dann mache ich erstmal den Shop weiter. Tschüss! Gut, was soll denn noch alles zu verkauft werden? Und so weiter und so fort. Also was ich machen wollte, ist normaler Baumstamm, ne? Normaler Baumstamm. Ach, da muss ich ja natürlich hier die Smart Shops hier. Ja, das ist ja nicht neu. Das ist mir nicht neu. Hatte ich auch. Ist aber Standard Minetest. So. Ach, wisst ihr was? Achso. Ich brauch ja. Select Area 1 ADD Owner Sören Unterstrich Beefers Area Livestream 1 Home großes L, ne? Sören Lives Sekunde, hört mal bitte auf kurz damit. ADD Owner. Andersrum, ne? 1. 1, 1. 1. Sekunde, ich versuch mal. Grand Me Areas. Könnt ihr jetzt rein? Ja, also, gut, dann lasse ich den Shop erstmal so. Ist an mir wurscht. Ja, also, dass man irgendwie nicht rein kann, das ist auch bei mir ein Problem ab und zu. Ist aber irgendwie Standort von meinem Test. Weil ich kann euch garantieren, ich habe kein Mindtest-Skript dazu irgendwie angepasst oder so. Also keine Ahnung, was da jetzt los war. Ich lasse jetzt einfach ohne Türen. Ja, sorry, ihr versteht. Das wird kein Hide-and-Seek-Spiel. Ich hasse Witze. Sorry, ich hasse Witze. Ich verstehe keine Witze. Ich mag keine Witze.
Was denn, Zweiger, wenn du wieder irgendwo Let's Play machst und grad dein Haus wasern, dass ich hier komme mit ne Dia-Rüstung und du hier wieder Stahlrüstung und dir so wieder eins auf Schiss machst? So als Witz. Oder aus Spaß, ne? Das war doch Spaß, ne? Dann vielleicht. Und das Ganze sogar live. Also per Aufnahme oder Livestream, keine Ahnung. Wo wurde ich denn jetzt bitte schon getötet? Hey, wo wurde ich denn jetzt getötet? Ach, egal. Und wenn es geht, bitte. Gut, dann würde ich mal sagen, ich passe mal den Shop ein bisschen an. Grand Me Al. So, give me. Also bitte auch richtig normal rumtoben. Der Server ist jetzt nicht zum Spaß da oder so. Und sonst muss ich den leider wieder crashen, wenn das jetzt nicht klappt. Nur Spaß machen und Spaß töten jetzt hier oder zumindest grundsätzlich mich angreifen und so, das mag ich ja einfach nicht. Ja. Ich? Wieso soll ich denn jetzt kommen? Ich habe Ohrenschmerzen! Ich habe Ohrenschmerzen! Willst du deinen Rest für Messekon hier, bitteschön? Ich habe Ohrenschmerzen bekommen! Achtung! Skelett. Gibt auch mit Bogen. Es gibt nicht nur Skelette, nur mit Schwertern. Übrigens, ich habe Knochen mehr.
Ja, also grundsätzlich sind das alle Monster und so weiter. Give me default tree 20. Also ich muss ja jetzt hier den Shop da löschen. So, Smart Shop. Zack. Genau. Achtung, aufgepasst, falls ihr mit zuguckt. Hier nehmen den 10 Geldscheinverkaufteil und hier Brotsamenverkaufteil werde ich jetzt auch Normalholz verkaufen. Also quasi nicht das Holz, sondern normales Baumstamm. Default Tree 20. Genau, das tue ich erstmal noch in Lager, damit das keiner kostenlos bekommt. Monet. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, zack. Achso, und übrigens, kauft euch diese Dinge, die bis jetzt beim Shop zu finden, also zum Kaufen gibt. Ich werde das nicht das zweite Mal nochmal so mit deren gleichen Preisen und so weiter das verkaufen. Also nicht mal den Lager auffüllen. Von daher nehmt euch das Zeug. Und ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Es wird auch wieder hell, ne? Also, könnt ihr jetzt bitte nicht so richtig rumtoben oder irgendwie sonst etwas machen. Der Server ist ja nur so wie ein normaler Server eigentlich da, damit man ein Haus bauen kann und so weiter. Aber ja. Egal. Wenn zumindest was bisschen gut klappt hier so, dann ist es ja auch okay. Aber nicht so. Ja. Gut, dann was kann man denn noch verkaufen? Genau, ich wollte ja zumindestens paar einzelne Scheine zu Verkauf anbieten, aber wenn dann nur die schöne 0,25 Cent Münze. Bekommt man gleich, oh, keine Ahnung. Was wollen wir denn? Clay, wollen Ah ja, okay, der ist gerade Abendbrot, okay. Volker ist gerade Abendbrot. So, jetzt kann man zumindest ein kleines bisschen Geld verdienen, aber Scheine wie
$1 Scheine Maximum von 2, 5, 10. Was gibt's noch? 20, 50 und 100 werde ich da nicht zu Verkauf bringen. Wo? Nee. 25, ne? Genau, 25. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kenne ja auch ja, oder naja, ist, ich habe Player gesehen, die eigentlich eher nur auf das Geld so interessiert sind, dass sie einfach dann 10 Dutzende davon machen und dann reicher zu werden, dass ich dann einfach hier nochmal. Klug wäre jetzt mich zu töten, ne? Dann bekommt der ja auch selber die ganze Münze. Die werden ja quasi gedroppt. Aber auch wieder nicht. Gut, damit sollte der Shop erfolgreich sein. Ja, gut. Oh mein Gott, 4 Stunden und 30 Minuten live. Und da, oh, scheiße. Und das schon über der Zeit. Ich guck mal ganz kurz, ob der Studium-Modus endlich wieder klappt. Nee. Warum denn auch? Gut, ach, wie mache ich denn das jetzt? Nein, nicht. Scheiße. Was denn? Und jetzt Kick und Bar und töten XD. Nur wenn es jetzt ehrliche Male nicht. Gut, dann würde ich mal sagen. Scheiße, ihr seht ja gerade mal schwarz, ne? Sorry, mein Test. Überblende. Ich weiß jetzt nicht auch, was das denn soll. Sekunden, also sorry, dass ihr gerade kurz schwarz gesehen habt. Es geht gleich weiter. Es ist noch nicht zu Ende, keine Sorge. Gut, von wem ist das jetzt hier eigentlich? Lolman. Lolman, du hast deine Sache. Wo ist. Wieso gibt's jetzt hier. Lol, Mann, egal, wenn du mal hier drin warst oder nicht. Dankeschön. Der ist ja gar nicht da. Achso, ich habe ja mit der Rüstung ja, da läuft man ja allgemein schneller. Bisschen, das ist standardmäßig. Gut, dann werde ich mal sagen. Sorry, Leute. Ich hoffe, euch hat der Stream gefallen. Ja, es. Die Zeit ist gekommen. Ja. Die Zeit ist gekommen. Ich hoffe, euch hat's gefallen.
Wenn nicht, dann Hauptsache einige Masern. Dann wünsche ich euch jetzt schon mal, zumindest ausnahmsweise, dass ich ein kleines Video euch natürlich, wenn es direkt 0 Uhr ist, am Silvestertag und dann quasi das neue Jahr beginnt, dass ich ein kleines, kurzes Video und euch nochmal speziell Grüße so an meine kleinen YouTube-Fans, sage ich jetzt mal so, würde ich sagen, ich wünsche euch eine sehr, sehr gute, schöne Weihnachtszeit und jetzt schon mal von mir fröhliche Weihnachten. Und genau, ab morgen ist eigentlich nichts mehr geplant. Eigentlich könnte vielleicht noch mal die zwei fehlenden Folgen von JJK1 Servern rauskommen. Ich glaube, da kann ich mal gucken, was sich dann noch machen lässt, dass ich das dann morgen noch mal hochlade, schnell fix. Aber sonst ist mit dem Livestream erstmal zu Ende. Ab 10.01. fängt es wieder an. Das heißt nicht, dass der Stream oder dass dann ab 10.01. natürlich wieder anfängt. Ja. Einfach nicht nur, weil ich euch hasse. Nee. Nicht, weil ich euch hasse, einfach allgemein, weil ich bisschen Zeit für mich brauche und eine kleine Pause allgemein für YouTube-Pause, weil das mit den ganzen erstmal Schule, danach nach der Schule bisschen Freizeit. Eigentlich habe ich da eher die meiste Zeit, weil ich mich so gefreut habe, dass dieser Kanal endlich wieder seit diese, sag ich mal so, wie soll ich denn das sagen, diese überraschende Sperrung jetzt ja wieder bekommen habe, habe ich mich sehr viel konzentriert, was ich machen kann. Und ja, nee, ich hasse euch nicht. Natürlich, ich hasse euch nicht. Ne, aber nur grundsätzlich, ich mache YouTube-Pause, wie gesagt, nach der Schule, also quasi nach der Schule immer, habe ich dann eher YouTube-Zeit genommen. Let's Play zu machen, zumindest Ideen zu entwickeln, was vielleicht ein kleines bisschen interessant sein könnte und so weiter und so fort. Ja, und dann natürlich hier diese Aufnahmerei, Lautsprecher, also Mikrofon testen, Sound testen, Aufnahme testen, also Aufnahmetests machen und dann kann es erstmal richtig losgehen und dann schneiden. Dann rendern, schneiden, wird immer wieder so circa, je nachdem wie lang das Video ist oder je nachdem Ideen ich habe, wo man noch schneiden könnte, wird immer ein Schnitt von circa 30 Minuten dauern. Also, dass ich immer jede Folge circa 30 oder wenn dann knapp eine Stunde immer dran gesessen habe und dann nochmal jetzt aktuell für die nächsten Folgen, die ja dann ab 10.01. ja dann rauskommen von Walker. Von seinem Server die ersten vier Folgen, ne, von Etherreal. Ja, und dann das Ganze schneiden und dann rendern und dann auf YouTube hochladen. Und wenn dann überhaupt, ob das dann eine, wie sage ich mal so, urberechtigt, ne, so bestimmt, dass ich das auch hochgeladen lassen bleiben und so weiter. Ja, das hat einfach sehr viel Stress. Ja, Walker, also das mit der Schule muss ich sagen. Ich wäre meine Meinung genau auch in deine Meinung so, aber wie gesagt, es nennt sich sowas wie Schulpflicht. Ja, Walker, Ronny Bartmann. Also Walker-Ronny Bartmann. Hier jetzt per Live-Chat. Gut, ja, lol, Mann, coole Videos, Dankeschön. Also ihr, ich sag's mal so, ihr seid eine Spitzengruppe, die
Da war beim finalen Stream, wenn dann nicht überhaupt kurz dazugekommen am Ende des Streams. Also wirklich, es war wirklich cool, sozusagen auch ein bisschen zusammen mit euch zu streamen, sage ich jetzt mal so. Und dann würde ich mal sagen, ich schalte mal um. Dankeschön für eure Ehrlichkeit und zumindest Geduld. Und ja. Ja, ich habe die Schulpflicht zu folgen. Da gibt es keinen Weg drum. Ja, gut. Ich bedanke mich auch jetzt bei Timid32. Dankeschön, dass, wenn dann überhaupt, zumindest ein kleines bisschen geguckt habt. Ja, ihr seid in Spitzengruppe, dass ihr mal ab und zu mindestens mal reinguckt im Stream. Das finde ich immer sehr geil. Ja, dann würde ich mal sagen, ciao mit V. Ich sage schon mal fröhliche Weihnachten, gute Weihnachtszeit. Und wie gesagt, wenn dann, trotz Kanalpause, werde ich am Silvester genau um 0 Uhr 0 ein kleines, vielleicht einminütiges oder maximum zweiminütiges Video rausschicken, indem ich nochmal so persönlich, sage ich mal so, grüße. Und sonst sehen wir uns am 10.01. wieder. Ich freue mich schon und Dankeschön. Tschüss.